Ja, und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Famarama-Video von meiner Seite aus. Ja, wie ihr seht, es ist ein neues Event gerade am Laufen. Und zwar Geburtstagsschmaus nennt sich das Event. Ja, was muss man machen? Also bei dem Event musste man Sachen einzahlen, also 4 Sachen muss ich noch haben. Ja, was wird benötigt bei diesem Event? Da gehe ich mal kurz auf eine andere Seite. Da kann ich euch dann direkt zeigen. So, die Seite ist am besten für mich immer, um euch es zu zeigen. Dann gehen wir hier drauf. So, ihr seht, hier musste man anfangen und hier konnte man sich hocharbeiten. So sah das am Anfang aus. Kichererbse ist eine Terrorpflanze, also eine Eventpflanze, die man anpflanzen musste. Und Spritzbeutel droppen aus Bäumen, Ställen, Werkstuben und Pflanzen halt. Und natürlich aus den Bäumen, also diese Zauberbäume. Und man kann die halt als Nachbarschaftsgeschenke verschenken. Ja, was hat es mit diesen Dingern auf sich? Also, man fängt hier an und arbeitet sich systematisch immer weiter bis hier oben hin, egal in welche Richtung. Also, wichtig ist, dass alle Felder, alle 6 Kerzen brennen, damit dieses Feld hier frei ist. Und dafür braucht man 4 Blaubeerbeiser. Und da kriegt man eine magische Kerze. Ja, was hat es mit dieser magischen Kerze auf sich? Das schauen wir uns jetzt mal an. Wo ist sie? Ah, hier haben wir sie. Ja, okay. 900 EP oder Tropen EP oder Bahama EP, wie man das nennt. Egal. Es ist nicht die Welt, aber okay. Ja, man kriegt halt dieses Item zweimal, das zweimal und natürlich das hier zweimal. Jeweils einmal für die Ranke und dann kann man das noch einmal auf die Felder packen. Ja. Und bei den Kerzen hier, wenn man die auspustet immer wieder, kriegt man auch immer wieder was Gutes. Bis zum Ende des Events. Ja. Ist auch immer gut. Nur das hier gefällt mir nicht. Kann man ja gleich 2 Tage warten, ne. Aber alles andere da. Also einen Großteil hatte ich auf Lager. Das meiste musste ich züchten. Wo war das jetzt? Ja, braune Schweine hatte ich auf Lager. Kuhmilch und so.